Ja, hallo Rolf, du warst doch bei dem Prozess von dem Aktivisten, der in Frankfurt am Main von den Robin Wood-Leuten im Baum sich irgendwie verschanzt hat. Ja, richtig. Es geht um den Widerstand gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens, genau gegen den Neubau der Landebahn Nordwest. Dafür soll fast der gesamte Kelzerbacher Forst geopfert werden. Es sind 250 Hektar Wald, die da weggesägt werden sollen für den klimaschädlichen Flugverkehr. Ja, und da hat ein Robin Wood-Aktivist mit anderen Leuten Bäume besetzt, um das Roden zu verhindern. Und dafür wurde halt dann wegen Hausfriedensbruch von Fraport angezeigt und vor Gericht gebracht. Der erste Prozess lief letztes Jahr vom Amtsgericht Tiergarten. Und der Aktivist hat dann halt aufgrund des Urteils Revision oder Berufung vor dem Landgericht Berlin eingelegt. Und dann gab es wieder einige Prozesstage jetzt diesem Jahr. Und das Urteil oder der letzte Prozess endete am 11.04. und der Robin Wood-Aktivist wurde zu einem Sozialtraining verurteilt sozusagen, weil er angeblich gewalttätig war. Er hat also angeblich gewalttätig die Bäume besetzt und Aha, aha. Fraport in seinen Wirtschaftsinteressen sozusagen verletzt. Und dann soll er auch noch irgendwie ein paar Sozialarbeitsstunden machen. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt heute zu mir eingeladen und ihn interviewt zu der ganzen Sache. Aber ich denke, bevor ich auch länger rede, guckt selber Band ab. Willkommen zu meiner Sendung. Ich habe hier heute in meinem Studio eingeladen einen Aktivisten, der gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens kämpft, speziell gegen den Ausbau der Nordwestlandebahn oder Neubau der Nordwestlandebahn. Und wegen dieses Widerstandes ist er also 2010 vor Gericht gestellt worden. Eine Sache, die jeden treffen kann, die sich gegen, zum Beispiel gegen die kapitalistische Wirtschaftsordnung wenden oder zum Beispiel gegen umweltzerstörerische Projekte. Der erste Prozess war von der ersten Instanz im Amtsgericht Tiergarten 2010. Was wirft man, hat man oder was hat man dir denn konkret vorgeworfen eigentlich? Nun, es ging darum, dass im Kontext dieses Widerstands gegen den Flughafenausbau gab es beispielsweise eine Aktion. Das war Ende August 2009. Da wurden zwei Bäume auf dem Gelände der geplanten Landebahn Nordwest besetzt, die für den Bau dieser Landebahn gerodet werden sollten. Mir wurde vorgeworfen, an die Beteiligung an dieser Besetzungsaktion, und das sollte den Tatbestand eines Hausfriedensbruchs erfüllen, weil der Wald eingezäunt gewesen sein sollte zur Tatzeit. Ich habe ja selber nun einen Prozess letztes Jahr begleitet mit der Kamera. Und was mir aufgefallen ist, also die Justizbeamten waren sehr ruppig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden sehr brutal aus dem Gerichtsgebäude geräumt. Und auch der Richter war sehr überfordert. Also es wurden Ordnungsgelder verhängt und der Prozess war auch relativ schnell vorbei. Und auch vorher im Gerichtsgebäude waren viele Zivilisten. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sprechen über diesen einen Tag, letztes 2010? Nun, das war ein Tag, wo sich relativ viele Unterstützerinnen und Unterstützer eingefunden hatten im Publikum, was mir auch sehr gefreut hatte. Und es war einfach so, dass im Gericht gibt es ja sehr strenge Spielregeln irgendwie. Es ist den Richtern oft sehr wichtig, dass sie die absolute Kontrolle hatten, was im Saal passiert. Und an dem Punkt, wo Leute das so nicht hinnehmen können, zum Teil mit Nichtigkeiten da schon große Eklats heraufbeschwören, und dort war das auch so. Und das ist dann ja in einem recht unschönen Gewaltexzess am Ende der Verhandlungen geendet, als der Saal sehr brutal geräumt wurde und alle Leute aus dem Gericht rausgeflogen sind. Und 2010, glaube ich, war das erste Urteil in der ersten Instanz. Wie lautete das Urteil? Das Urteil in der ersten Instanz beinhaltet einerseits das Ableisten von ein paar Arbeitsstunden, andererseits die Teilnahme an einem sechsmonatigen Umerziehungskurs. Tatsächlich 6 Monate jeden Werktag, dort 2 Stunden hin, um dort irgendwelcher sozialarbeiterischen Bearbeitung und Lenkung ausgesetzt zu werden. Also verstehe ich es richtig, sozusagen Widerstand gegen, zum Beispiel gegen umweltzerstörerische Projekte wird als Gewalttat geahndet. Ist dieses Urteil nicht etwas lächerlich? Kannst du das vielleicht nochmal kommentieren? Lächerlich natürlich ja, aber die Frage, mit welchem Maßstab man es misst. Das Urteil ist skandalös und es ist lächerlich. Es ist auf der anderen Seite in dieser Gesellschaft alltäglich und normal, dass jeden Tag solche Urteile fallen. Und ja, in der Wahrnehmung des Richters war diese Aktion, wo Bäume besetzt wurden und man sich anschließend von der Polizei abführen ließ, eine gewalttätige Aktion. Er hat aber auch gewalttätig das Verhalten eines Zuschauers genannt, der bei dem Prozess sich quer über den Saal schleifen lassen musste, Boden vom Saal schleifen lassen musste von Wachtmeistern, weil er seine Personalien nicht angeben wollte. Und du hast ja nun
Berufung eigentlich gegen das Urteil und bist eine höhere Instanz, nämlich vor das Landgericht gegangen. Und da gab es auch dann mehrere Prozesse. Kannst du vielleicht nochmal den Prozessablauf nochmal besprechen? Nun, es gab jetzt im Wesentlichen drei Verhandlungstage am 28. und 30. März und jetzt am Montag, dem 11. April. Der erste Verhandlungstag war vor allem vom Abarbeiten verschiedener juristischer Formalia geprägt, aber auch von einer Auseinandersetzung um die Frage der Beiordnung einer Pflichtverteidigung, die ich letztendlich verloren habe, wenig überraschend. Am 30. März wurden zwei Staatsschützer, die aus Frankfurt eingeflogen waren, vernommen. Das waren die damaligen Sachbearbeiter, die auch die Räumung beobachtet hatten. Jetzt am 11. April haben wir drei etwas höherrangigere Polizeizeugen vernommen, die mit der Leitung des Einsatzes gegen diese Besetzung beauftragt waren. Ich war ja nur am 11. April da, also den letzten Prozesstag, und ich konnte also feststellen, wieder einmal der Richter sozusagen etwas überfordert. Also wer nicht aufgestanden ist, wurde mit einem Bußgeld belegt. Ein Zuschauer wurde so aus dem Gerichtssaal gezerrt. Kannst du dafür was sagen? Nun, es war so, es war einer jener Richter, wie es einige gibt, die halt, wenn sie den Saal betreten, erwarten sie, dass alle vor ihnen aufstehen. Irgendwie so eine gewisse Unterwürfigkeitsgeste. An diesem Morgen war es, was ich gut fand, so, dass im Publikum sich eigentlich niemand dem beugen wollte und alle sitzen blieben. Nach längeren Diskussionen hat sich der Richter dann eine Person rausgepickt, die sollte jetzt ein Ordnungsgeld dafür bekommen. Die wurde von zwei Wachtmeistern gepackt, über den gesamten Boden in diesem wirklich großen Saal geschleift, vor den Richtertisch, um dort ihre Personalien abzugeben, hat ein Ordnungsgeld von 200 Euro bekommen und ein einmonatiges Hausverbot für den gesamten Gerichtskomplex. Happig schon finde. Es war auch die Frage, sozusagen, ob es überhaupt rechtmäßig ist, denn in den Gerichtskomplex sind auch andere Institutionen wie das Landamtsgericht oder auch die Staatsanwaltschaft, ob der Richter überhaupt befugt war, überhaupt für das ganze Gerichtsgebäude ein Hausverbot zu erteilen. Das war hier die Frage. Aber du hast ja auch dann diverse Anträge gestellt und mir ist halt aufgefallen, alle Anträge wurden vom Staatsanwalt grundweg abgelehnt. Mit irgendwie, dir wurde sozusagen vorgeworfen oder dir wurde unterstellt, du wirst mit diesen Anträgen nur versuchen, den Prozess in die Länge zu ziehen. Was kannst du dazu sagen? Ich hätte es so einen noch aus der ersten Instanz, dass durch gewisse justiz- und herrschaftskritische Ausführungen von mir der Staatsanwalt einfach grundsätzlich mir gegenüber recht aufgebracht war und der daher grundsätzlich auch jene Anträge, mit denen ernsthaft das prozessuale Geschehen gesteuert werden sollte, auch verwerfen wollte. Letztlich verfolgte er das Ziel einer Verurteilung und war da mit dem Richter durchaus auch auf einer Linie. Und da stellt sich auch die Frage, ob es wurden noch drei Polizeibeamte vernommen, die also an dem Tattag, wo du halt in Frankfurter, also im Kelzerbacher Forst sozusagen die Hausfriedensbruch begangen haben sollst, vernommen. Und da gab es auch Erinnerungszeugen, konnte sich auch nicht mehr genau erinnern an einzelne Details. Und da war eh die Frage, ob denn überhaupt die Polizei sozusagen das Recht hatte, überhaupt dort ein sozusagen Anzeige auf Hausfriedensbruch überhaupt aufzunehmen. Was war da eigentlich? Nun, das geht jetzt ein wenig in die juristischen Feinheiten rein. Es war so, es gibt unterschiedliche Arten des Hausfriedensbruchs. Mir wurde vorgeworfen, trotz einer Aufforderung zum Verlassen zu verweilen. Und das Gesetz will, dass es eine Aufforderung eines Berechtigten ist, nicht eines beliebigen Polizeibeamten. Und es war jetzt so, dass die Polizisten haben angegeben, nicht im Auftrag des Flughafenbetreibers gehandelt zu haben, sondern auf eigene Faust, um Gefahren zu unterbinden. Und es wäre dann eigentlich äußerst fragwürdig, ob das diesen Tatbestand erfüllen würde. Letztlich hat der Richter aber diese Bedenken beiseite gewischt, um verurteilen zu können. Apropos Urteil, wie lautet eigentlich das Urteil? Das Urteil ist jetzt ein bisschen reduziert worden. Es läuft jetzt darauf, dass beschlagnahmtes Klettermaterial von der Aktion einbehalten wird vom Gericht. Erneut Ableisten einiger Arbeitsstunden. Drittens, und das ist sehr amüsant, ein Anti-Gewalt-Training, weil offenbar diese Aktion in den Augen des Gerichts eine solche unerträgliche Gewalt darstellt. Es war ja auch interessant, die Ausführung des Staatsanwaltes sozusagen, der dir vorgeworfen hat, sozusagen, du würdest, hättest eine unreife Persönlichkeit und du würdest sozusagen versuchen, deine Weltsicht anderen Leuten aufzuzwingen. Überhaupt hättest du sozusagen die Prozesse nur benutzt, um dir eine Bühne vor deinem Publikum sozusagen zu nutzen. Mit sozusagen, was sagst du dazu eigentlich? Unterschiedlich. Also einerseits habe ich schon sehr ernsthaft das versucht, diesen Prozess auch inhaltlich auf der Ebene der Beweisaufnahme auch formal juristisch mitzugestalten in meinem Interesse, was
die Rechte sind, was selbst dieser bürgerliche Staat Angeklagten zusteht vor Gericht. Auf der anderen Seite muss man sehen, es sind deren Regeln und indem man mit deren Regeln spielt, ist da wenig rauszuholen. Und natürlich war in der ersten Instanz mein Ziel auch ein Stück weit einer Verurteilung möglichst aufwendig zu machen für die Justiz. Und natürlich sind solche Prozesse auch eine gute Gelegenheit, um die eigenen Motivationen und Beweggründe und auch die Kritik, die man hat, noch einmal darzulegen, was ich auch getan habe. Das ist gut. Und zwar, was jetzt ist, das Landgericht, das war ja sozusagen die letzte Instanz, du kannst ja sozusagen nicht mehr höher gehen, das Urteil ist sozusagen endgültig. Aber meine Frage ist sozusagen, wirst du dich durch dieses Urteil einschüchtern lassen oder wirst du weiterhin gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens kämpfen? Nein, also das Urteil, es ist so nicht das Erfreulichste, was bei rauskommen konnte, aber es ist bei Weitem kein Grund, mich da irgendwie von meiner politischen Tätigkeit in Zukunft abhalten zu lassen. Und ich denke, diese Aktion war es absolut wert und ich werde als Teil einer breiten Bewegung doch weiterhin aktiv sein, keine Frage. Ja, das hoffe ich auch. Das ist ja sehr wichtig, dass dieser Wahnsinn nicht gestoppt wird. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch. Gerne.